Das ist der Multimedia Guide. Wir haben den Multimedia Guide erstellt, indem wir die Exponate beschrieben haben. Dabei haben wir Hilfe bekommen von Regisseuren und anderen Leuten, die sich damit auskennen. Der Multimedia Guide ist ein Tablet, das die Besucherinnen und Besucher sich ausleihen können, und er richtet sich insbesondere an junge Menschen, an Familien. Das Besondere an dem Multimedia Guide ist, dass er erstellt wurde mit Kindern und Jugendlichen. Wir haben mit 3 Gruppen von Kindern und Jugendlichen gearbeitet, im Alter zwischen 9 und 18 Jahren, jeweils ein halbes Jahr. Jeder durfte sich ein Exponat aussuchen, das er im Guide vorstellt. Unter anderem hatten wir auch einen Workshop bei Thomas Stellmach, dem Oscar-Preisträger, um Animationen zu lernen oder halt uns das mal anzuschauen, und das war auch sehr cool. Jeden Freitag sind die zu uns ins Haus gekommen, haben Blicke hinter die Kulissen des Hauses erhalten, haben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennengelernt. Was stellst du dir unter Filmbildung? Man lernt über Filme. Filmbildung ist zumindest für mich, dass ich gerne ganz viele Menschen, egal welchen Alters, mit meiner Leidenschaft für Kino anstecken möchte und das Haus ganz weit aufmachen, sodass alle hierher kommen in unser Museum und ganz viel erfahren über Film und seine Geschichte. Den Leuten, die ins Filmmuseum kommen, würde ich auf jeden Fall in der Dauerausstellung 1 die Kamera Obscura und die Wondertrommel empfehlen, weil ich die am interessantesten fand, und auch die Audiobeiträge waren ziemlich gut dazu. Im Multimedia Guide gibt es zum Beispiel auch Interviews mit dem Kameramann Joe Speccano, der damals die Kamera in das Boot gemacht hat, oder auch mit dem Schauspieler David Bennett, dem Schauspieler aus der Blechtrommel. Außerdem gibt es ein Interview mit der Restauratorin vom Alien, mit Katrin Sündermann, das die Jugendlichen selbst geführt haben. Ich fand die Interviews total toll, mir haben sie Spaß gemacht, und generell über das Filmmuseum dann auch wieder ein Stück mehr zu erfahren. Sind Sie froh, dass Sie im Filmmuseum arbeiten, und warum? Ich bin froh, weil es ein toller Ort ist, und auch macht mir Spaß, das zu vermitteln, also irgendjemandem zu erklären, wie was funktioniert, oder eben einfach die Begeisterung zu teilen für Filme. In diesen knapp 2 Jahren ist fantastisches Material entstanden, über das wir uns sehr freuen, und ein großer Teil von dem Material wird auch im Multimedia Guide zu sehen sein. Ich freue mich jetzt darauf, ins Kino zu gehen und dann das Endergebnis zu sehen, was wir hier alles Schönes erarbeitet haben, und bin ein bisschen traurig, weil wir das jetzt hier so zu Ende bringen, aber ich freue mich natürlich auch, dann zu sehen, was daraus gekommen ist, aus den Sachen, die wir hier jetzt zusammen gemacht haben.